So, und da sind wir wieder. Scheiß verkaufen, das ist eigentlich eine gute Idee, Scheiß verkaufen. Ich weiß nicht, ob ich schon so viel wieder angesammelt habe, aber Berserker gebrüllt! Das ist ganz schön. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus den wir umgebracht haben. Wow. Ah, ein Iridium. Nicht zu nah an die Dinger, oder? Ich schieß sogar noch besser, wenn ich besoffen bin. Wie nah darf man denn diesen Dingern kommen eigentlich? Zu piepen. Ja, da ist er. Wieder ging es mal auf einen Zug mal aus Leer. Endlich mal wieder. Geschlossener Kampf. Ja, mit von deinem. Wie bitte? Geschlossener Kampfhund ist der Name von deinem momentan gesockelten charakterspezifischen Item. Okay. Denkst du dann nämlich automatisch als Art Berufsbezeichnung. Oh, echt? Das ist ja witzig. Deswegen bin ich ein Determined Technician. Okay. Hier ist der Schatz von dem Bösewicht, den wir umgebracht haben. Ah, Vorsicht, Achtung, neue Barkits. Wumse von dem Teil geht mir ziemlich auf den Nerv. So. Ja, dicke. Boah, dicke Kiste. Bist du gucken. Deckung! Ach du Scheiße. Ich hab's belogen! Niemand bringt mich ungestraft um! Niemand! Ach doch. Egal ob du mich liebst oder hast, der Geschmack ist das Leben. Ja.
Was ist jetzt? Du Arsch. Doch noch eine Waffe. Wie viel hast du jetzt gerade Erfahrungspunkte gekriegt? Das war ganz schön viel, ne? Das wird einfach berechnet aus der aktuellen Schwierigkeit des Gegners plus, oder minus vielmehr unsere Stufe. Wer höher levelig sind, kommt einfach weniger raus. Bist du schon Level 16 dein? Ja. Richtig. Was denn? Richtig. Jetzt haben wir das abgeschlossen. Das heißt, wir können uns darum kümmern, die Kabumabums zu holen. Nee, die Kabumabums. Oh, oh. Mist. Den Berg drum rumlaufen. Yes. Ah, doch schon alle weg. Gut. Klassenmut. Schaff's noch drauf. Upsa. Was war das denn? Lecker. Wieder etwas wacher, als ich vorhin war. Bin fast ein bisschen nicht eingeschlafen, klar, aber man hat ja mal so Krisen zwischendurch. Stehen lassen. Satte Matschen. Oh, oh. Was, wie, wo? Komm zurück, da ist das Ende der Spiel. Siehst du mal, warum diese Türme immer wieder existieren? Ja, das ist klar. Sozusagen der Abschluss, wenn sie kein Gebirge oder See dahinstellen wollten, haben sie die hingestellt für. Ne, da hört die Karte auf. Mhm. Und bei den Zuggleisen, ich habe immer gedacht, ha, das ist ja voll lustig, bis ich irgendwann mal da stand und ein Rattern gehört habe und dann vom Zug totgeratscht wurde. Das war's. Okay. Wollen wir bitte gleich zusammen diese Dinge aufmachen? Und dann abhauen. So, dann holen wir mal die Kabumabums.
Wow. Mann, du arschgesichtiges Dreck. Okay. Wow. Was? Aus zwei Schränken direkt nebeneinander, Alter, sind zwei von den Zwergen gekommen. Zwei! Ja. Das habe ich noch nie erlebt. Einer von denen ist schon schwierig, aber zwei! Fick dich doch. Arschgesicht. Kannst du bitte? Komm. Kannst du bitte? Ich bin auf dem Weg zu dir. Kann ganz. Ah, fuck! Alter! 2 Sekunden bevor ich ihn hatte. Mann! Halt jetzt aber auch gerade Gigapech. Das habe ich echt noch nie erlebt. Aus 2 stinknormalen Spinden, die nebeneinander stehen, 2 von diesen miesen Mini-Zwergen. Mist, ich hätte. Ich bin so ein Blödel. Ich hätte. Ich hab das irgendwie. Ja. Ich muss das jetzt einfach mal konzentrieren. Auf diese besondere Eigenschaft. So. Übrigens sind die noch da, weil wenn man sie dann umhaut, droppen die nämlich ganz schön viel Zeug. Ja. Also. Ja. Eine orangene Waffe. Okay. Wow! Was? Das ist die höchste Qualitätskategorie, die es gibt. Okay. Aber hallo. Fett. Okay, dafür hat sich Sterben gelohnt. Okay. Wenn du willst, greif zu. Okay. Dann mach ich das doch. Jawohl, die Orangen sind super, super, super selten. Okay. Meistens erst sehr viel später im Spiel überhaupt findbar. Meistens nur bei Raid-Bossen. Okay. Okay, dafür sterbe ich gerne nochmal. Sie ist meine beste Freundin. Sie hat einen Bauch voller Dynamit und einen Arsch mit Wurf. Wow.
Ich hatte ja vorhin gedacht, dass die 35, dieses 35er Ding ein bisschen zu... Aua. Eventuell ein bisschen zu... Zu blöd sein sollte, aber... Also zu wenig Power hat die Fresse. Ja. Ey, das ist so cool, wie das Zeug um dich herum aufschlägt. Also wie das Metall so sich verteilt und so weiter und so fort. Also das haben die schon echt fett gemacht. Am nächsten. Haben wir hier die große Kiste aufgemacht bei dem? Nee, ne? Hier war zum Rücken von dem Typen war eine große Kiste. Oh, der nächste Zwerg. Kann doch nicht so wieder sein. Ach, du hast etwas Orangenes. Los, 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 lass es fallen. Komm, komm, komm. Ja. Ah, nee. Anderes noch nicht mal irgendetwas Besonderes. Ach, Orange ist einfach selten. Aber ich bin gespannt, weil wir sind nicht mehr weit von einem Kampf mit Wilhelm entfernt. Okay. Dann musst du ihm das Ding in die Fresse hauen. Okay. Sag mir dann rechtzeitig Bescheid, dass ich das ausrüsten kann. Ja, klar. Wo ist denn der Heli? Ich sehe den nicht. Da. Jetzt ist er da hinten. Gerade am Ab. Mal sehen, vielleicht können wir den hier, wenn wir hier sind, können wir den vielleicht kriegen. Gerade. Voll auf den Piloten. So, dann hätten wir das. Machst du mal. Wie viel sind denn das jetzt noch? Das ist auch einfach so lang, dass das Spiel keine mehr spawnt. Ich habe jetzt aber bei der dicken Bertha jetzt gerade keine. Keine Munition mehr.
kalt hier so. Gott. Nichts für einen schwierigen Kill. Ich hab gerade auf dich geschossen. Ich bin nix. Du kannst mir keinen Schaden machen. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Peinlich. Oh. Auch nochmal. Kein schlechter. 1400. Willst du jetzt einen haben? Einen Raketenwerfer? Ich passe, weil ich habe einen 1200er, der aber Korrosionsschaden macht. Und gegen die großen Dinger ist, die sind meistens gepanzert. Hm. Natürlich ist der lächerlich im Vergleich zu dem 4000, was? 300, den du da vorhin gefunden hast. Super geil! Waffe. Ach, Medikit gefunden! Bin auf Medikits gestoßen. Manu, der hat nichts Gescheites gedroppt. Alter. Voll schnell. Ja. Das haben die echt gut umgesetzt, alles. Live-Aufnahme. Live-Aufnahme, nachdem es Bohnen gab. Ja, aber auf jeden Fall. Oh, hier sind noch eine Menge Pakete. Kannst ja mitkommen, wenn du willst. Da kommt der Nächste. Wo? Sind? Ja, keine orange Waffe. Nein. Nicht runter. Oh. Ach du Heiliger. Ein Stück? Wo sind denn das? Ach du Scheiße! Ein Stück? Hallo! Hier noch mehr, wenn man zum Beispiel da drauf kann. Jawohl. Ja, ist Kohle. Und ein bisschen Muni. So. Also im Hauptteil Kohle. Aber es ist der höchste Punkt, wa? Hier genau, das heißt, wir können von hier aus auch schneller wieder nach Hause, also zu Tiny Tina. Ja. Aber nur mal kurz ein bisschen rumgucken, warte mal. Ein bisschen auch kurz genießen.
Hier kann man ja richtig den Mond sehen und so weiter und so fort, ne? Geil. Yeah! Wow. Auf dem das Pre-Sequel ja spielt, gell? Okay. Auf dem Mond da spielt das Pre-Sequel zu großen Spielen, okay. Zu großen Teilen. Okay. Warte. Oh, da ist noch was. Da sind noch mehrere Sachen. Waren wir wahrscheinlich auch hier oben nicht, oder? Nein. Da müssen wir dann rein, wenn wir den Zug jetzt gleich kidnappen wollen. Ah. Also ich muss hier nicht weiter nach oben looten und so, ne? Doch, hier komischerweise warst du schon offensichtlich. Weiß nicht, aber... Dann hast du eine Kiste übersehen. Aha, wir müssen nochmal spielen. Das ganze Spiel ist sinnlos geworden. Yippie! So. Ey, das ist immer noch gewöhnungsbedürftig. Mit dem von ganz oben. Kann man praktisch nicht auslösen von, außer man rennt praktisch gegen. Ich wüsste nicht. Oh. Vielen Dank, vielen Dank. Also, diese Art und Weise, wie die dann. Das ist so. Das ist, oh wow, das geht. Der beste Text ist aber immer noch, wurdest du schon mal von deinem eigenen Darm erwürgt. Wartest du jetzt die ganze Zeit da drüben schon? Ich hab einfach meine Waffe
Munition nachgeladen. Wow. Was denn? Oh, Alter. Iridium. Was, wo hast du das her? Aus einer ganz normalen kleinen Kiste. Oh, interessant. Direkt hier stand. Da noch was zu holen ist. Weil wir müssen die beiden Kabuma-Bums-Babys nämlich gleich dahin. Das hätte ich auf. Ah, da ist noch eine große Kiste, Alter. Große Kiste. Mit wem spricht die? Nimm sie. Ich's. Setz die Damen einfach nahe der Schienen ab und mach sie scharf. Guter Plan? Super Plan. So. Siehst du, jetzt bist du nämlich jetzt schon gleich vor Ort. Sehen ihre Mädels aus. Alter. Was? Stupse sie einfach in den Bauch, wenn ich den Sprengstoff hochjagen soll. Ich muss ihn fernzünden. Aktiviere die Damen. Ich aktiviere. Okay. Vielleicht auch. Oh, hoppla. Ich höre den Zug. Er kommt. Countdown. 10, 9. Fackel alle meine Babys ab! Wow. Alles klar. Tja, das ist auch eine Möglichkeit, einen Zug zu hijacken. Der Kammerschlüssel ist noch auf dem Eisschelf. Klettere auf das Wrack, um ranzukommen. Schau. Nimm das Ruhr auf den Zug, denn sonst gibt's was vor dem Bug. Das ist ein Rap-Song von mir. Tiny Tina, ne? Tiny Tina. Aber die ganz kleine Süße, ey. Krass, krass, ey. Ja, dann würde ich sagen, höchstens, warte mal, einen Augenblick. In Dinglein könnte man natürlich nochmal überlegen.
müssen wir das machen. Bist du noch da? Ja. Zeug nochmal? Ja, ich bin da. Okay. Wollen wir los? Oder ist noch, wollen wir noch irgendwas? Sie eventuell was zu holen bei dem Zug? Nee, war. Der scheint zu sein, der Zug. Jo. Ah, warte mal. Was ist das denn? Schaden 1000. Wie schlau das vom Schicksal war, so, dass die Brücke so eingestürzt ist, ist ja unglaublich. Toll, was? Ja. Als ob es einer praktisch programmiert hätte, ne? Da siehst du mal, wie präzise Tiny Tinas Hasen. Wahrscheinlich bewahren sie den Kammerschlüssel im am stärksten gepanzerten Waggon auf. Hier gibt's Medikits und Schilde. Belaste dich dein vieles Geld. Sei vorsichtig damit. Aus wie zu unserer Ankunft eigentlich, ne? Achso, weil es eine Eislandschaft ist. Nee, weil es ein brennender Zug ist. Ah, ja, aber stimmt. Aber ich werde mal nicht so nah an die Flammen angehen, glaube ich. Ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht zwischendurch. Ne? Auch heiß. Dann weiß ich erstmal, wie es weitergeht mit dem Skill. So, dann. Ziehen wir es, oder? Voilà. Dinger kommen. Ich muss gerade überlegen. Da kann man eben mal die entsprechende Waffe rüsten. Okay. Wir haben schon wieder 13, also ich jetzt 13 pinke Dinger. Doch.
nette Waffe. Gut? Das war einfach der Explosion Loader. Der hat mich erwischt, aber generiere ja schon. So, na, das war jetzt schon recht hart. Aber ich glaube, wir müssen halt das mal durch. Also. Hier wäre noch ein Medikit. Inzwischen wieder voll. Nach 20 bis 25 Sekunden. Ja, alles wieder nachgeladen. Du siehst meinen Gesundheitszustand übrigens immer links oben. Der blaue Balken ist mein Schild, der rote Balken ist meine Gesundheit. Mal empfehlen, deine neue orangene Waffe einzusetzen. Oh, ist das ein Roboter oder was ist denn das, was da jetzt kommt? Das ist ein Wilhelm. Das ist ein Wilhelm, okay. Roboter. Aber mit Schild. Das wird ein echt heftiger Brocken, kann ich dir jetzt schon sagen. Okay. Also da wurde zu Recht davor gewarnt. Wow. 136. 141. Ja, das ist halt statt 104 Schaden, macht die 196. Ja. Deswegen haben sie hier auch ein Wegteleportiergerät noch hingestellt, für den Fall, dass man merkt, gegen den geht man nur drauf und hat keine Chance. Dann kann man auch nochmal hier weggehen, ein bisschen woanders leveln und wieder zurückkommen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch, oder? Banzai! Keine Sorge, wenn Jack den Kammerschlüssel wirklich schützen wollen, wäre er nicht in einem Zug. Er würde ihn von Wilhelm bewachen lassen. Wilhelm? Where is Wilhelm? And I see. Oh je. Das ist eine Falle. Der Kammerschlüssel ist nicht im Zug. Ich schon abbrechen, Soldat. Sorry, aber Wilhelm hat keine Chance. Glaub mir. Das ist nicht der Fall. Wilhelm hätte uns ihm nur helfen können. Ohne selbst den
Was ist jetzt? Ah. Okay. Geht's einigermaßen? Danke. Mal her hier. Da gehen wir nicht so weit nach. Gehen ist halt schwierig, wenn man gerade im Kämpfe um dein Leben-Modus ist, weißt du? Ja. Danke. Nee. Der hat mich gleich wieder erledigt.
Alter. Okay. Ah, jetzt bin ich tot. Ich bin bei dir. Komm mal. Ah! Granate vorhin. Das wird nichts mehr. Alter, ich muss schnell weg. Boah. Oh Mann. Wo bist du? Seh dich nicht mehr. Alles okay, alles okay. Eingang. Ist vorbei. Keine Zeit mehr. Hä, wir hatten den doch schon weiter runter. Ja, die ganzen Drohnen, die ihn immer reparieren. Ach so. Hau einfach auf ihn weiter. Regenerationsspot. Alter. Zeit zu sterben. Du hast Wilhelm gekillt? Heilige Hölle! Jack hat keine Chance gegen uns. Du bist der Beste, amigo. Wilhelm hat einen Energiekern fallen gelassen. Schnapp ihn dir. Laut meinen Sensoren ist er einzigartig. Wenn du ihn... So einen Energiekern habe ich noch nie gesehen.
Gewehr, den du von Reese hast, ist fast was Orangenes. Warum bringst du ihn nicht her? Wow. Den Kammerschlüssel haben wir vielleicht nicht gefunden, aber wenigstens wird Sanctuary dank dir wenn noch was Orangenes sicher sein. Ja. Wow, bravo, Champagner. Hier haben wir noch was Orangenes. Gratulation, langsames Klatschen. Ihr habt euch den verdammten Energiekern geholt, was? Ich habe euch gewarnt. Jetzt wird mit harten Bandagen gekämpft. Zieht euch warm an, Kammerjäger, denn jetzt kommt's richtig dick für euch. Sorry wegen der Falschinfo. Ich dachte wirklich, der Kammerschlüssel wäre in dem Zug. Nächstes Mal mache ich das wieder gut. Ich bin in Sanctuary. Die Biers gehen auf mich. Was meinst du, Bloodwing? Hey, Medikids! Hast du das dann schon eingesammelt? Was denn? Du hast doch gerade gesagt, wir hätten noch was Orangenes gefunden. Ich dachte, du hast was Orangenes und ich habe gesagt, ich habe auch was, aber Nein, die Granatenmod, vor der du stehst, scheint das einzige zu sein. Okay. Oh, hier gibt's nochmal für Level 17 ein Hard Hand Cannon 144, verursacht Explosivschaden. Die Farbe? Rot war sie. Nee. Ja, nee, das ist nur eine weiße Waffe, das lohnt sich kaum. Ja, der ist natürlich schon echt heftig, der Dings, der Raketendingsbums. Aber ich hätte mir etwas mehr Zielgetreue gewünscht, sozusagen. Wie sagt man denn? Ich will es nämlich ihn. Einerseits und andererseits. Schau mich doch an. Gut. Etwas weniger. Des Tages immer mit der Ruhe, oder wie? Nimmst du viele Granaten? Bei Großkämpfen. Und sind sie zu. Wilhelm hätte die anderen Kammerjäger vor vielen Jahren fast besiegt. Du hast bewiesen, dass du noch stärker bist als sie. Gut gemacht. Okay, dann können wir zum pinken Laden auch mal, oder? Oder wollen wir erst verkaufen? Ruhig.
Gibt es noch was Größeres, was man beachten muss, dass man ein bisschen spart und so weiter? Oder ist das, was man jetzt hier beim pinken Laden sieht, alles, was man auch wirklich haben kann in diesem Spiel für pinkes Geld? Das ist alles. Das ist der einzige Laden, den es gibt. Okay. Such dir was aus! Meine Zeit ist kostbar! Irgendwie. Das war das. Komm ja nicht wieder! Mir ist bewusst, dass wir Zoologen alle Geschöpfe der Natur achten sollten, aber mal ehrlich, dieser Mücktant sah aus wie eine Eiterbeule mit Flügeln. So, ich gerade mal gucken. Ich glaube, ich werde mal ganz schnell eine Aufnahmepause machen. Vielleicht ganz hier. Also, damit das klar ist. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Waffen, Waffen, Waffen! Waffen, Waffen, Waffen. Die behalten wir doch. Komm bald wieder und schau dir meine neue Waffe des Tages an. 46 ist nicht so schlecht. Ich habe hier noch einen Raketenwerfer, 1500, verursacht Explosivschaden, Waffenzoom 2. Wäre das noch was? Nein. 1500er, den ich habe, besser, weil er Explosionsschaden macht. Okay, dann ist er den abverkauft. Also gibt es einen Zielen verbinden. Wow, ich habe fast eine identische Waffe hier. 36, 42.
her. Ich möchte gerne die Waffensumme haben. So, 141. Willst du hier eine Schildwaffe haben? Die ist gar nicht so schlecht. Also ist eine Pistole, 53 Schaden, hocheffektiv gegen Schilde. Chance auf Elementareffekt, verbraucht 2 Muni pro Schuss. Ja. Okay. Elektroschaden wieder reinholen. Ich hab hier bei Artefakten der Afterburner Boost-Fähigkeit 50%, Boost-Ladegeschwindigkeit 73%, Boost-Ladefest. Das war eine Sache von einer Mission, die haben wir beide identisch bekommen. Ah, okay. Fuck. Das wollte ich gar nicht. Ja. Mal noch kurz bei Markus vorbei, ob der noch eine gescheite Waffe hat. Ja. Wieso, was wolltest du gern noch haben? Was wolltest du gern noch haben an Waffen, wenn du noch eine kaufen wolltest? Am dringendsten ein Scharfschützengewehr oder ein SMG, was gescheit was kann. Slots. Prozent Lade für das Schild, für das ganze Team 22.
Ich habe aus Versehen Skin verkauft. Ups. Warte mal, dann befindet sich oben ganz links, da sind ja drei Reiterkarten. Kaufen, verkaufen und zurückkaufen. Wenn du aus Versehen was verkauft hast, kannst du es da finden. Du brauchst sie. Okay. Hier wäre auch noch eine grüne, glaube ich, Topsnotch Subcompact MG. 42 Schaden und explodiert beim Nachladen wie eine Granate. 26% Waffe Ladegeschwindigkeit. Plus. Ich habe immer neue Ware. Schau mal wieder rein. Ich habe eine 44er. Hm. Hier gibt es eine Dandy Rake Hell. Schaden 159. Hocheffektiv gegen Schilde. 7,9 Waffenzoom verursacht extra Elementarschaden. Also ist eine Distanzwaffe hier, eine Scharfschützengewehr. 178. Okay. Gut. Dann. Gesindel schürft draußen im Tundra-Express nach Eridium. Du sollst herausfinden, warum sie das Zeug fördern, und du sollst sie umlegen. Reihenfolge spielt keine Rolle. Eins von euch muss weg. Willst du meinen neuesten Dubstep-Song hören? Okay. Durchaus sein, dass ich vielleicht noch ein bisschen ausrüstung. Wer hat dir meine Adresse gegeben? Den bringe ich um. Ich habe nicht ewig Zeit, Skeklecker. Okay, da würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause. Oder? Ja, wir sehen uns gleich wieder. Und peng.